Et Elias, Shannon Lucas numéro 5 et Katharina Lucia numéro 11 et la 12 Michael Steiner. Michael Sauter. Bitte Lili Roth. Lili Roth, hörst du mich? Lili, bitte sofort in die Administration zu der Nadja. Merci. Jetzt also Einwärmrunde, nach einer Formationsrunde und dann Start zum grossen Finale. Kategorie Supermini. Männer Tour de Chauffe, après Tour de Formation et après le Grand Départ de la dernière finale de l'année 2017 de la catégorie Supermini. Les favoris 448, Elias Berandio. La 5, Shannon Lugassi. La 11, Ekaterina Lucher. Et la 12, Michael Sauter. Fahrer kommen aus der Formationsrunde zurück und in wenigen Augenblicken der Start zum Finale Supermini. Da in Linière im Centre de Pilotage. Dans quelques instants, le dernier virage avant le départ de la catégorie Supermini. 17 pilotes au départ dans 4 filles. Alors, maintenant, le départ est donné. En tête, Elias Berandio, numéro 448. Il a de nouveau pris le meilleur départ. Beste Start erneut für den Elias Berandio mit der Nummer 448. Wir warten den Durchlauf der ersten Runde ab, dann sehen wir, wie es weitergeht. Wir nach der ersten Runde Elias Berandio von Ekaterina Lucher und Michael Sauter und Shannon Lugassi. Und weit zurückgefallen der, nach einem Zwischenfall Nummer 55 der Hugo Giraud und Startnummer 24 Toni Kaila Not. Immer noch vorne, hart im Kampf, 448 vor 11. Ein Viererpulk setzt sich ab aus dem Elias Berandio 448 mit Katharina Lüscher Nummer 11, Michael Sauter Nummer 12 und Shannon Lugassi mit der Nummer 5.
Et la quatre pilotes qui se sont un peu élargées du reste, c'est Elias Perandio, le grand favori avec le numéro 448. Derrière lui, la fille Ekaterina Lucher, numéro 11. Et la Shannon Lugasi, numéro 5. Et le numéro 12, Michael Sauter. Toujours ces quatre pilotes devant, 448, 11, 5 et 12. Immer noch ein spannender Vierkampf an der Spitze zwischen den vier Piloten. Elias Perandio, Shannon Lugasi, Ekaterina Lucher und Michael Sauter. Immer noch in Führung, Elias Perandio, 448, vor Nummer 5, Shannon Lugasi. Dann haben wir mit der Nummer 11, Ekaterina Lucher, und mit der Nummer 12, Michael Sauter. Toujours en tête. Elias Perandio, Nummer 400.
48. Nummer 5, Shannon Lugassi, la Ose et Katharina Lüscher. Et numéro 12, Michael Sauter. Ganz wichtiger Hinweis aus Park Ferme, Park Coureur, s'il vous plaît. Der Start X30 Junior wird verschoben. Er wird verschoben. Nachher kommen X30 Challenge Switzerland und zwar am 14.35. Start X30 Challenge 14.35. X30 Junior wird verschoben. Attention parcours. Il y a un délai pour le départ de la catégorie X30 Junior. Ce sera donné plus tard. Au début, il y aura à 14h35 la X30 Challenge Switzerland. X30 Challenge Switzerland sera la prochaine course. 10 minutes avant, c'est à 14h35. Wir sind bereits in der letzten Runde und es geht hoch zu und her in dem Finale von der X-Super Mini. Immer noch 4 Piloten können den Sieg holen. Letzte Runde und die 4 Piloten immer noch dicht beieinander. Toujours très proche ensemble les 4 premiers. Mais c'est déjà le dernier tour, il n'y a encore quelques virages. Qui sera devant? Ça peut-être pour une fois, ça sera pas Elias Berandio. Mais pour le moment, il a un dernier virage. Devant, on a Elias Berandio. Derrière lui, c'est Shannon Lugassi. Et c'est la victoire pour... Oui, de nouveau la victoire pour Elias Berandio devant Shannon Lugassi. Troisième est Katharina Lüscher. Et quatrième, Michael Sauter, Praga. Großer Sieg, also 7. Sieg im 7. Rennen für den Elias Berandio. Aber damals ganz, ganz knapp vor 3 anderen Fahrern und Fahrerinnen. Zweiter, der Shannon Lugassi mit der Nummer 5. Und dann haben wir auf Platz 3 die Startnummer 11, der Katharina Lüscher. Und auf Platz 4 den Startnummer 12, das ist der Michael Sauter. Also ganz knappe Entscheidung in dem Rennen. Wir werden natürlich probieren, die Piloten noch vor das Mikrofon zu bringen, aber zuerst nochmal wichtige Durchsage an die Fahrerlager. Das nächste Rennen, X30 Junior, ist verschoben worden auf später. Das nächste Rennen, das wir sehen, da ist X30 Challenge Switzerland. Start 14.35, könnt aber gleich schon vorher kommen, an Vorstart. X30 Challenge Switzerland ist das nächste Rennen. Ein Avio Parcours d'abord. La prochaine course, das sera la X30 Challenge Switzerland. La X30 Junior va prendre place un peu plus tard. Alors il n'y a pas X30 Junior maintenant, il y a X30 Senior à 14h35. Wir nehmen maintenant die wichtigsten Fahrerinnen und Fahrer vor das Mikrofon. Da wird gerade die Drittplatzierte gekerzt von ihrem Papi, und zwar der Katharina Lüscher. Und Gratulation auch von Papa Sperandio. Hey Katharina, kommst du mal zu mir? Da ist die Kamera, schau, kannst du ein bisschen... Also, die Katharina Lüscher, das war ein harter Kampf, wir haben fast den Sieg reingelegt, oder? Ja, es ist halt gut. Natürlich hätte ich Erste werden, aber es hat nicht gelangt. Aber es war gut. Viel hat aber nicht gefehlt, es ist ziemlich hart, haben wir dann berührt einmal. Ja, das ist eben gut, dann kommen wir weg vom anderen Feld. Deswegen war es sozusagen wie zwei Felder. Und wie ist es so, wenn man als Mädchen mit all diesen Buben mitfährt? Also eigentlich genau das Gleiche. Man muss einfach... Es wird besser bevorzugt. Man muss einfach Gas geben, oder? Ja, immer wie die anderen.
immer Gas geben, wie die anderen nicht lange. Jetzt Gratulation, Podestplatz für die Katharina Lüscher. Und der Zweitplatzierte, suche ich noch, der Shannon, wo ist er? Ah, da kommt er. Shannon, Lugasi, deuxième place. T'étais proche de la victoire. Oui, j'étais très proche, mais je suis quand même content de ma deuxième place. Et voilà quoi, je suis super content et bravo à Elia quand même. Oui, mais il avait plusieurs accrochages quand même. Oui, il y avait plusieurs accrochages, mais je n'ai pas pu dépasser, mais c'est pas grave, deuxième c'est très bien aussi. Also, der Shannon ist sehr, sehr fair. Er gratuliert Amelia zum Sieg, zum siebten Sieg und sagt, er sei sehr glücklich mit seinem zweiten Platz und hat einige Berührungen gegeben, aber sie ist sehr fair zu und her gegangen. Und jetzt bringen wir noch den Sieger vor das Mikrofon. Elia, 7 Siege, 7 Rennen, mehr geht nicht, he? Ja, das ist das Beste, was man haben kann. Aber der ist hart gewesen, der Sieg. Das ist der schwierigste von allen gewesen. Gell, die drei haben gedruckt, wo sie können. Überall, wo sie können. Und wie macht man sich denn da so breit? Kampflinie fahren bis. Und alle Türen zuschletzen? Genau. Und wer hat das gelernt? Der Papi. Der Papi Roger hat das gelernt, wie man die Türen zumacht und wie man die anderen Gegner nicht vorbeilässt. Wir gratulieren dem Elia Sperandio zum absoluten Maximum, das man holen in der Schweizer Meisterschaft, nämlich sämtliche Final-Rennsieg plus den Titel. Und wir werden den nächsten Jahr dann sehen in der Kategorie X30 Junior. Avio Parcoureur, le nouveau horaire de cet après-midi est disponible devant le bureau d'administration. Der neue Zeitfahrplan.